Papa Schlumpf, Papa Schlumpf! Handy ignoriert schon wieder absichtlich meinen Rat. Ich ging zufällig an dem neuen Lagerhaus vorbei, das er baut, und stellte fest, dass die freitragende Konsole nicht durch das Schwergewicht gehalten werden kann. Als ich ihm das in meiner unaufdringlichen Art erzählte, weißt du, was er da sagte? Oh, erschreck mich doch nicht so. Genau das hat er gesagt. Woher weißt du das, Papa Schlumpf? Und als ich dann weiter ausführte, warum das Schwergewicht die freitragende Konsole nicht halten würde... Claudi, was redest du da eigentlich für ein kompliziertes Zeug? Kompliziert? Das ist das Ergebnis meiner Studien. Bitte, Schlaubi, ich bin müde. Ich bin die ganze Nacht wach gewesen und habe diese alten Formeln übersetzt. Nun, Papa Schlumpf, wie du stets gesagt hast, wenn du einen guten, langen Schlaf hast, bist du auch schön blau im Gesicht. Ja, sicher, du hast recht. Ich lege mich jetzt hin, Schlaubi. Sorge bitte dafür, dass man mich nicht stört. Klar, du kannst dich auf mich verlassen, Papa Schlumpf. Das sieht interessant aus. Ich bin sicher, Papa Schlumpf hätte nichts dagegen, wenn ich... Oh! Nun gib Baby doch auch mal den Ball, Froschi. Wir wollen doch sowieso Seil springen. Na und? Baby Schlumpf ist doch viel zu klein, um Schlumpfball zu spielen. Abgesehen davon ist das mein Schlumpfball. Mach dir doch nicht solchen entsetzlichen Krach! Papa Schlumpf will schlafen und hat mich ausdrücklich angewiesen, für absolute Ruhe im Dorf zu sorgen. Da hat man den Bock zum Gärtner gemacht. Ihr könnt überall spielen, nur hier nicht. Und nehmt bloß diese schreienden blauen Bündel hier weg. Mal ehrlich, Schlaubi, muss denn das wirklich sein? Wir sind zu groß, um mit Baby zu spielen. Ihr braucht nicht mit ihm zu spielen. Wichtig ist, dass sich der kleine Kerl ruhig verhält, damit Papa Schlumpf schlafen kann. Papa Schlumpf schläft jetzt, Harmony. Spiel doch Karten, das ist nicht so laut. La 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 di dam. La 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 di dam. Du musst aufhören zu nageln, Handy. Erzähl mir nicht schon wieder was von deiner Kommode. Ich weiß, was ich tue und du wirst mich nicht zurückhalten. Hochinteressant. Und wenn ich dir sage, dass Papa Schlumpf seinen Mittagsschlaf hält und dazu absolute Ruhe braucht? Und dann? Natürlich. Vielen Dank. Und deine Stützbalken hängen schief wie dieses Ding in Pisa. Ja. Fauli! So viele Schafe. Fauli! Nee, wie was? Oh, wer? Oh, Schlaubi. Du bist nur. Soll ich eine solche Bemerkung durchgehen lassen? Hör zu, Fauli. Papa Schlumpf versucht gerade zu schlafen. Das habe ich auch gerade versucht. Er gab mir den wichtigen Auftrag, für Ruhe im Dorf zu sorgen. Und dein Schnarchen stört seinen Schlaf. Das tut mir aber leid. Gut. Eins, zwei. Ruhe! Ruhe! Ruhe, soweit die Ohren tragen. Was soll ich bloß tun, damit diese Ungeheuer ruhig sind? Vielleicht steht hier ja was Hilfreiches. Ach du lieber Schlumpf. Fami, bist du in Ordnung? Was ist denn bloß passiert, Fami? Au! Was ist denn los, Schlümpfe? Hier steht plötzlich eine Mauer, Papa Schlumpf. Ich hab die nicht gebaut. Fami hat sie gefunden. So eine Mauer kann nicht von alleine entstehen. Mir schwant was. Schlaubi! Froschi, du weißt doch, wir dürfen eigentlich ohne einen Erwachsenen, der aufpasst, nicht im Wald spielen. Warum eigentlich nicht, Sasset? Ich weiß genau, dass Schlaubi erlaubt hat, überall zu spielen, nur nicht im Dorf. Und der Wald liegt ganz weit weg von unserem Dorf. Wir tun also nur das, was Schlaubi uns aufgetragen hat. Nicht so schnell, Kleiner. Ich habe nur versucht, die Vögel und die anderen Tiere zur Ruhe zu bringen, damit du ungestört schlafen kannst. Du weißt ja, wie laut die tagsüber ständig sind. Schlaubi? Ich hatte dir doch verboten, dieses Buch zu benutzen. Wirklich, Papa Schlumpf? Weshalb? Weil diese alten Zauberformen unveränderlich sind. Das ist ein guter Grund, Papa Schlumpf. Wir haben alles versucht, wirklich. Aber mit Hammer und Meißel ist da nichts auszurichten. Mit meiner Schere konnte ich auch nichts ausrichten. Schrecklich. Durch diesen Zauberspruch hat sich eine Schallmauer über das Dorf gelegt. Wir können sie jedenfalls nicht wegzaubern. Aber der richtige Ton mit aller Kraft auf die Mauer gezielt?
könnte sie zerstören. Guter Hund, Welpi, guter Hund. Möchtest du noch mal Stöckchen holen? Ich habe keine Lust mehr, Stockholen zu spielen. Welpi ist doch immer viel schneller. Na gut, also was spielen wir dann? Ich weiß was. Spielen wir doch Jagd die Schlümpfe. Ich bin Gargamel. Das ist nicht fair, Sasset. Du spielst doch jedes Mal Gargamel. Das ist gar nicht wahr. Wartet, wir können doch nicht einfach wegrennen, was ist das Baby? Ach ja, daran habe ich gar nicht gedacht. Wir können nie richtig spielen. Immer haben wir das Baby im Schlepptau. Dann kann ich ebenso gut nach Hause gehen. Na, meine Freunde, gehen wir wieder zurück ins Dorf. Warum müssen wir eigentlich ständig das Baby mitschleppen, Sasset? Ich meine, das ist doch ganz schön anstrengend. Kinder sollen spielen und nicht unentwegt auf Babys aufpassen. Hä? Hey, was ist denn das für ein komisches Ding? Sieht aus wie eine riesige Käseglocke. Vorhin war das nicht da, das weiß ich genau. Wenn das nicht reicht, schaffen wir es nie. Harmonie ist ganz schön außer Atem, aber mir fällt sonst nichts ein. Wir sind gefangen und ich allein bin schuld daran. Das kann ich mir nie verzeihen. Und ihr könnt mir auch nie verzeihen. Oh. Ganz ruhig, Schlaubi. Es wird uns schon was einfallen. Wir müssen dem Geräuschemacher im Echotal eine Nachricht übermitteln. Er hat ganz bestimmt den richtigen Ton. Bestimmt. Ja. Die Schlumpflinge stehen draußen vor der Schallmauer. Was? Das ist ja ein Ding. Die sind tatsächlich draußen. Warum stellen die sich so an? Weiß ich auch nicht. Die sehen aber blöd aus. Schaut nur, da ist Papa Schlumpf. Er benutzt Dakonias Zeichensprache. Er sagt, dass sie Hilfe brauchen. Geht schnell ins Echotal und sucht den Zauberer, den man Geräuschemacher nennt. Er hat bestimmt den richtigen Ton, der diese durchsichtige Schallmauer zerspringen lässt. Beeilt euch! Du kannst dich auf uns verlassen, Papa Schlumpf. Welpi wird uns da ganz schnell hinbringen. Hey, was machen wir mit dem Baby? Baby kommt einfach mit, keine Frage. Ich hab befürchtet, dass du das sagst. Auf geht's, Kleiner, du gehörst jetzt zur gefährlichen Echobande. Haltet euch fest, Leute! Verflixt und zugenäht, wo finden wir denn nun diesen Echo-Zauberer? Wir haben ihn wohl gerade gefunden. Denke ich auch, auf geht's! Hallo? Ist jemand zu Hause? Potztausend, wo ist denn bloß das Zauberbuch? Ich weiß genau, ich habe es hier irgendwo liegen lassen. Ah, da ist es ja. Hey, was wollt ihr denn hier? Papa Schlumpf schickt uns. Wir brauchen ein Geräusch, um eine Käseglocke, Schallmauer zu sprengen. Hä? Du stellst doch schwierige Geräusche her, nicht wahr? Natürlich tue ich das. Was meinst du, wo alle Geräusche herkommen? Aus der Luft? Nun, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Siehst du, das ist das Problem. Jeder nimmt das Einfachste hin. Wisst ihr eigentlich, wie schwer es ist, eine Tür zum Quietschen zu bringen? Das habe ich mir gedacht. Kommt mal mit. Heute stelle ich das Geräusch einer Schubkarre her, die im Schlamm stecken bleibt. Und hier bewahre ich meine Produkte auf, bis sie irgendwann benötigt werden. Oh, großartig. Heißt das, in jeder dieser Flaschen ist ein anderer Ton eingeschlossen? Sieh ruhig nach. Das hört sich toll an. Ich habe gar nicht gewusst, dass du deine Geräusche einfach so im Schrank stehen hast. Das muss ich auch sehen. Hey, wo ist das Baby hin? Nein, lass das! Meine wunderschönen Geräusche! Wisst ihr, was ihr da angestellt habt? Ihr habt mein Lebenswerk durcheinander gebracht! Dein Lebenswerk? Eine Katastrophe! Seht nur! Seht selbst! Ist es nicht schrecklich? Ich werde Jahre benötigen, um alles zu sortieren. Von mir bekommt ihr kein Geräusch! Oh oh, jetzt können wir unseren wichtigen Auftrag nicht erfüllen. Wir sind vogelfrei und verhungern hilflos im Wald. Und Baby ist wieder mal schuld. Du solltest dich schämen. Ich weiß schon, warum ich was gegen Säuglinge habe. Sie sind eine Last und machen nur Ärger. Reg dich nicht auf. Viel schlimmer ist es doch, dass wir nie wieder mit Clumsy und Zwirny spielen können. Oder mit Schlumpfine und Handy. Und Toulousi und Fauli. Und Papa Schlumpf wird uns nie wieder Geschichten vorlesen. Hey, sag mal, was hat Baby da in der Hand? Es hat eines der Geräusche geklaut. Vielleicht ist es zufällig das, das wir brauchen.
Also probieren wir es. Was ist es? Ein wieherndes Schwein? Ein rüpsendes Meerschweinchen? Nein, es ist der Lärm einer fallenden Stecknadel. Einer Stecknadel? Na dann, Prost, das hat uns noch gefehlt. Probieren tut keinem weh. Hurra! Hurra! Du hast alles wieder gut gemacht, kleiner Kerl. Vielen Dank für deine Hilfe.